Habt ihr beiden euch eigentlich schon mal geküsst? Naja, jedenfalls nicht beim Geschirrspülen. Genau das müsstet ihr nämlich in Erikas Kurzfilm spielen. Zwei Typen, die knutschen. Ich hab dir doch gesagt, dass sie uns mit ihrem Scheißfilm auf den Sack gehen wird. Du hast mir morgen gesagt, du lässt uns in Ruhe. Also kümmere dich um dein Zeug und nerv meine Freundin nicht mit deinen Scheißideen. Nicht scheiße, Mann. Wäre cool gewesen, wenn du uns vorher gesagt hättest. Who the fuck cares? Ihr flechtet euch eh alle ständig die Haare und macht Wrestling wie so Freaks. Stimmt das echt, dass die in einem neuen Film rumgeknutscht haben? Klar, ist ein Klassiker. Naja, nicht wirklich ein Klassiker, sonst hätte es Matt nicht vergessen. Was denkst du, dass Matt sich ein Gesichtstattoo holt? Ich hab mit Max geknutscht, 9. Klasse, never forget. Ich hab dich am Wochenende vermisst. Und, wie war's mit den Jungs? Normal. Ich glaube, Australien wird mir gut. Und was willst du da drüben? Ich weiß nicht. Neuanfang. Es ist an der Zeit. Manchmal ist man sein ganzes Leben mit etwas zufrieden. Aber plötzlich ist alles anders. In deinem Alter ist es ganz normal, Zweifel zu haben. Steht ihr euch nah? Ich steht euch sehr nah, ha? Ich meine, nicht wirklich. Ich kann nicht glauben, dass alles, was wir zwei und seit unserer Kindheit aufgebaut haben, unsere Gang, unsere Clique, dass das alles von einem Tag auf den anderen wegen so einem Quatsch weg sein soll. Wegen nichts. Es heißt nicht immer nur me, myself and I. Es heißt aber auch nicht me, myself and Max, klar? Gott, wie soll ich das ausdrücken? Es wird komisch sein ohne dich. Aber wenn du zurück bist, ist alles anders. Kein Problem, alles gut. Ja, weißt du. Anyway, wir haben uns eh schon geküsst, also von daher. Hör auf, es reicht. Ich will, dass wir das Wochenende zusammen verbringen. Ich will mit dir reden. Wir müssen reden. Ich will verstehen.